Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Walton Lords of Mayhem. Nach wie vor in der Story, wo wir letztes Mal geendet haben. Wir haben einen neuen Punkt für die apokalyptische Form, somit werden wir uns jetzt die andere mal anschauen. Ich habe es im letzten Mal versprochen. Jetzt geht's weiter, indem wir genau die lernen. Wir nehmen nämlich die hier. Die werden wir jetzt auch anwählen. Und werden sie als nächstes mal verwenden und dann sobald es möglich ist, testen wir die. Die Wahl ist am Weg nach Hause, glaube ich jetzt halt, mit der komischen Tusse da. Alright. Und wir gehen mal weiter. Die Inkubationskammer. Ist wieder da die Tussi. Nicht, dass ich es nicht so langsam geliebt geworden hätte, aber. Da nichts hingehen, ich kann da nur durch. This must be where Cordonan's contamination started. You got this. Don't turn around. Arsch. Ich hab schon jetzt so eine Befürchtung. Das wird jetzt ordentlich abgehen, aber ich habe so viel Damage verloren mit dem Skill. Nervt mich. Nach wie vor. Okay. Don't show you nervous. Land back! I'm coming! Wherever you're hiding! As our honored guest, we do not hide, for we are all around you. Oh, ho, ho, and Scorpius! Was kannst du eigentlich? Sehe ich das warum? Nee. Ich sehe das nicht. Macht ja nichts. Ich würde irgendwas können. Ist schon Weltklasse, also wirklich absolut super die Umgebungen, was die Entwickler zaubern für ein Indie-Game, für ein Indie-Studio sowieso unglaublich, sowas auf die Beine zu stellen. Finde es nach wie vor genial. Ich muss die da schön prügeln, weil die haben im Endeffekt den Debuff um, dass die mir Heilkugeln fallen lassen. Ich hau da einfach mal voll drauf. Irgendwie mag ich die Fähigkeit nicht. Die kriegt da ziemlich wenig Live-Retour. Geht da auch jeder fast drauf dabei. Also wirklich. Ja. Schauen wir mal. Da geht schon noch mehr. Begleiter, du bist ziemlich nutzlos da hinten. Das ist nicht. Tank spielen davon. Das gehen wir aus der Kiste. Kann mitnehmen. Wir könnten theoretisch eine kleine Runde drehen, aber wir könnten noch einfach da rummachen.
Ich gehe mal nach oben. Die Farmen, wenn wir noch genug Zeit haben. Und jetzt bringt es auch nicht viel, ja. Ich glaube einfach, dass das, wenn ich jetzt schon überhaupt in die richtige Richtung gehe. Ich glaube einfach, dass das wesentlich mehr bringt, wenn man im High Level dann schon die Instanzen farmt. Beziehungsweise die einzelnen Random Dungeons, die dann kommen, weil ich dann ja wirklich High-End Gear rauskriege. Das Gear ist immer so, in einem MMO ist halt so. Das Gear, was man am Weg beim Leveln kriegt, es wirkt zwar oft gut, man kann spielen damit, wie man will. Aber das Problem an der Sache ist halt, damit es halt im Endeffekt trotzdem nur ein Level-Gear ist und im Gegenende dann sowieso wieder wertlos ist. Man ist wirklich High-End-Gear kriegt. Damit beschleunige ich mal den Durchmarsch da, dass wir die Story schneller hinter uns haben und versuche halt immer gleich den schnellsten Weg zu finden. Wenn ihr das nicht wollt, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich alles absuchen. Bis dahin gehe ich mal einfach den eher direkten Weg. Hallo! Tja. So will das. Oh, das ist ein Skarabäus rum. Der kommt da dann. Ich hoffe, der rennt jetzt nicht weg, wenn ich schon zwei da oben war. Kurz mal warten. Ja, jetzt wäre die Transferzeit gar nicht so mies, weil ich die geskillt hätte. Oh, ist der schon weg? Oh, scheiße. Oh, fuck. Jetzt habe ich ihn verpasst. Jetzt habe ich ihn verjagt. Scheiße. Habe ich jetzt voll nicht mitgekriegt. Mist. Ärgert mich jetzt. Und die Abels, das sind die Dinger zum Geld farmen. Total cool. Wobei ich jetzt noch nicht genau weiß, warum ich viel Geld brauche überhaupt. Außer für die Schatztruhen. Die was, wo ich meinen Klumper reinlegen kann. Ich brühe ich jetzt so weg. Das muss ich gerne haben. Ende Gelände, mein Freund. Bernstein, sehr gut. Ja, jetzt bin ich allein. Ich bin da, wo ich hingegangen bin. Einmal sucht man einen Weg, findet man eh nicht. Naja. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass da oben... Na ja, gut, das wäre fast schon so einfach gewesen. Ich würde es ja nicht wundern, wenn der Weg jetzt auch nicht dahin führt, wo ich hin muss. Sondern noch ein Stück woanders abbiegen muss. Wunder würde es mir nicht. Könnte natürlich sein. Schau mal. The only thing you should share right now is the Helion. Ja, ein Helion kannst du mal geben. Ein Epic Amulett. Zerreißungsschaden auf Angriffe hinzugefügt, das ist schon mal gut. Schatten auf Zauber hinzugefügt, ist mir wurscht. Gesamt wieder Widerstände, 22 Kritsch, na bitte. Also wenn das jetzt nicht irgendwie was rausholt. Ja, ja, so geht's voran. Ein DPS, ganz wenig DPS. Eigentlich ist das ja gar nicht so mies. 32 auf 1,2 und 1,4, ja gut, das ist nach wie vor mehr DPS. Teilen wir es weiterhin so gestaffelt auf, das ist ja okay. Also zumindest schaut es so gut aus. Was hat das Ding da? Unterstützungssockel 2. Was bringt das bei Unterstützung 2? F-Schattenschaden, der wiederum bei mir umgewandelt wird. Ether-Schaden. Das müsste eigentlich durch die Umwandlung ja Damage bringen.
Ja. Gut. Oder auch nicht. Jetzt haben wir mal das da rein. Das ist ein mittlerer Gesundheitstrank. Den muss ich nachher noch ein paar Mal mitnehmen, weil irgendwie fehlt mir der noch. Ja, macht ja nichts. Okay. Voran. Auf. So. So, ich finde das ran. Und Gesundheit brauchst, geben den Wutpunkt, Angriffsschaden, Angriffsgeschwindigkeit, Wildheit, Nahkampfschaden. Was gibt's denn da noch Tolles? Jedes Mal, wenn du einen Feind triffst, erhältst du einen entfesselnden Rasereipunkt. Jeder Rasereipunkt erhöht deine Angriffsgeschwindigkeit und Lebensdiebstahl. Verringert dabei den Gesamtwert an Widerständen. Hört sich ja ziemlich offensiv eigentlich an, aber gut, bei Children of Fury, also Kinder der Wut, Skillbaum, würde mich das jetzt nicht wundern. Deine Angriffe erzeugen Fesselradrundung bis zu einem Maximum von 50. Punkte werden nach 3 Sekunden außerhalb des Kampfes zurückgesetzt. 3% auf den Gesamtwert der Angriffsgeschwindigkeit pro entfesselnden Rasereipunkt. Die Frage ist, bringt das jetzt was für... Der Lebensdiebstahl gefällt mir. Das bringt, ich weiß nicht, bringt das jetzt was für die Ticks, die Geschwindigkeit für die Ticks bei Wirbelwind? Minus 1% auf aller Wunden. Ja. Kann schon viel werden. Das ist alles irgendwie jetzt ganz irgendwie nicht so laut. Höchstlicher Schaden wird in Feuerschaden umgewandelt? Ne, jetzt brauchen wir das. Wobei, das wird eh wieder rückgewandelt, aber ist unheilig. Plus 20 auf seinen Statuseffekt, Widerstände, minus auf die Ausweichchance. Das Gesamtwertangriffsgeschwindigkeit nehmen wir damit und dann überlege ich mir, ob ich einen anderen Baum rein Skill und Wechsel, weil ich glaube einfach, dass ich weiß nicht, ob das jetzt habe ich überall einen Debuff dabei. Ja, vielleicht gut, vielleicht bringt mir deine Skill hier nicht viel. Hallo, what is that? Charming. Valeria? You're cloning Valeria? Answer me! We are doing so much more. When we are done, she will be much stronger than she ever was. Are you not grateful? Ja, danke, du komisches Etwas. Boah, das sind viele Leichen. Hier kommt sie alle zu mir, dann brauche ich das hinhüpfen Zeug. Komm. Hallo. Bring da rein, hau ich um, geh weiter. Der ist der Platz. Ja, die Typen schauen irgendwie da, der Großen schauen irgendwie aus wie die Patsche aus Diablo 3.
denn die Geräuschkulisse jetzt gehört? Dieses, was sich so furzmäßig angehört hat? Schlagen wir die mal so kurz nieder, vielleicht kriegen wir ein bisschen Wut schneller rein. Sehr gut. Hit pro Hit pro Hit pro Hit! Meine Freunde. Zack! Warte. Rede mit Lambach. Kammer der Experimente, das hört sich total super an. Hemlock. Ja, das hat er jetzt davon, so ein Scheiß. You copied Hemlock too. And failed miserably so far. I guess I'm next on the list. No. You and Hemlock share the same human strain, the same complexity. We failed on Hemlock. We do not want to commit energy into another doomed endeavor. Absorbing your organic mass into we will be enough for the treat. The same human strain? What are you talking about? You were modified somehow. Incidentally, your potential is impressive. Modified? By whom? Your energy signature is undefinable and absolute. As if every part of the universe were merged into it. Only a being of an absurd amount of power could make a human strain gifted with the ability to feed from raw energy and replicate it at will. What do you mean by human strain? Superior beings may sometimes invest huge amounts of power to create their own versions of humans. Half-breeds, gifted with powers of their creator. Ascended. You and we are not so different after all. We both are numerous. Your human strain seems to be interconnected with each other, tapping in each other's potential to reach new heights of power. Stronger together. That's why you couldn't copy us. It seems even you have limits, Lambach. Indeed, our honored guest. The only thing we could replicate is Hemlock's pain. A permanent suffering that could hardly be translated to words. What's tormenting him so much? He's gifted with free will, as long as he furthers the interests of the Blind Prince. Even though his leash is short, his consciousness only accumulates the guilt of being powerless to prevent the destruction of what he cares for. We're surprised his mind hasn't fully collapsed yet. But enough about him. Before we absorb your organic mass, we want you to know of our successes more than our failures. You shouldn't bother, really. We have made great progress on replicating her. Behold. Please, no. No! No! Ah! Kill me! Alter, jetzt haben sie Wahl repliziert, was? This needs to stop, Lambach. Where is the damned Hellion so that we finish this? Very well. You are close now. We will meet you there. Verzirk dich, sonst kriegst du eine Batterie. Wow, Hemlock! Ach, ich würde mir helfen, aber geht da gerade nicht so. Hey, darum. Gehe tiefer. Verlass das Gebiet, gehe tiefer. Ja, um mich da zu überraschen, müsst ihr ein bisschen mehr an den Tag legen, als einfach nur so den Boden stampfen neben mir. Was ist denn da? Leuchtet was? Was genau war das? Was war das jetzt? Irgendwas war da. Was Loot wirft, aber nur Grauen. Von daher. Auch nicht so herausragend toll. Kommt's her, alle.
sehr viele bunte Gegner. Kann man die blauen schon nicht? Ich würde nämlich gern noch nachschauen, was die Fähigkeiten von der apokalyptischen Form machen. So. Angriff mit der Hütte Reichweite Feuerschaden verursachen, schlägt am Boden in Form des Kegels verursacht Feuerschaden. Jeder Einsatz dieser Fähigkeit erzeugt eine Stapelraserei. Die Wirkung dieser Fähigkeit wird durch Raserei und Stapel verringert. Achso, Blödsinn, da war ich schon. Schnelle, breite Knochenhiebe, welche Zerreißungsschaden verursachen. Das gefällt mir. Springe rückwärts und schieße ein Projektil in einem Kegel vor, der Zerreißungsschaden verursacht. Jeder mit dem Aspekt. Durchgeführte Tötung erzeugt Aspekt des Blutes. Jeder verbrauchte Aspekt des Blutes erhöht den Schaden der Fähigkeit und die Anzahl der abgefeuerten Projektile um 1 bis maximal 5. Ausweiten, führe eine Reihe extrem schneller Angriffe in einem Bereich um deinen Charakter aus und füge allen darin befindlichen Feinden Zerreißungsschaden zu. Greife ein einzelnes Ziel an, das müsste dann die Taste sein. Einfach ein Assassin, an dem du dein Wesen vorübergehend in drei Teile trennst und sie von allen Seiten mit Zerreißungsschaden verwüstest. Diese Fähigkeit kann für einen erhöhten Schaden aufgeladen werden. Stürme durch die Körper deiner Feinde und füge denen, die du durchquerst, Zerreißungsschaden zu. Also, das springt rückwärts, das schlägt einfach nur so hin. Ja. Schauen wir mal. Ja, wie immer. Learning by doing. Erfordert noch etwas Übung, würde ich jetzt mal behaupten. Aber kommt mir von den Fähigkeiten her recht cool vor. Aber wie gesagt, erfordert etwas Übung. Going deeper. Not possible. Das Coole ist, dass mein Charakter weg ist. Vanished. Ja, yep, vanished. Macht er jetzt. Sind wir halt gevanished. Für die Gegner anscheinend nicht. Da fehlt ja anscheinend nur, dass das Modell anders anzeigt wird. Ja. Kannt man ja schon aus der Alpha, dass solche Fehler passieren. Passt es, ja. Naja, das soll jetzt nicht das Riesenproblem darstellen. Wir gehen sowieso ein bisschen tiefer noch und dann lassen wir das wieder. Den Part. Machst du Boom? Du machst keinen Boom. Die Frage ist, wenn wir es wegporten und wieder hinporten, sagen wir jetzt mal, ist mein Maxl dann wieder hier? Nö, nicht wirklich. Dann nicht.
Hause. That can't be done. So. Das muss eigentlich mit der Reichrichtung jetzt passen. Ja, da oben ist auch der Going Deeper Gang. Ach, geht. Alles platt. Gehen wir tiefer. Hallo? Another primordial catalyst like the one below Stormfall. It's redirecting Cordonon's energy towards a conflux. Oh, hell. It's already at full power. Tja. Blöd, ne? Mit dir. So, das Problem ist, wenn ich das durchgehe, werde ich wahrscheinlich wieder ein Event starten. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil das war ja beim Edric, ja, war es ja auch nichts anderes. Da hat es ja auch mit sowas direkten, ja, genau. Portpunkt davor. Created us so that we could bestow his gift on Cordonon. Please do offer your organic mass. You will be part of something much greater. Sorry to disappoint, Lambak, but it will have to be a no. You said you knew where the piece of the Helium was. I don't see anything. We did not lie. The previous bearer of the artifact reached our chamber to defy us. The relic you want joined the Wii. You may enter in contact with it once you have provided us your organic mass, for it is inside of us. You ate it? Oh, come on, Lambak. I've had enough of your games. We finish this right now. Schaut so aus. Dritte Lambak. Boah. War wunderbar, dass er so hängen bleibt und dann. Ein Kugel! Fuck. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich mich nicht selber sehen kann. Daran liegt das, muss sein. Sogar in die falsche Richtung. Ganz komisch gerade. I need more power. Once he
replicate your strain, our armies will become unstoppable. That's not happening. That can't be done. That can't be done. Leck Arsch. Another primordial catalyst like the one below Stormfall. It's redirecting Cordonon's energy towards the Conflux. Oh, hell. It's already at full power. Yeah. Gut. Puh. Wie krieg ich die platt? Ich meine, ich lade mit jedem Tod so meine apokalyptische Form da jetzt auf, aber... ich nach wie vor die andere bis jetzt... Nein, ich lass mich. Okay, Leute, mehr geht da jetzt gerade nicht. Wird das jetzt mal passieren? Mich mit dem auseinandersetzen ein bisschen wieder. Vielleicht ein bisschen das Skill und Gear ändern. Irrentagier, Skill und passt halbwegs, sag ich mal. Ich habe zwar gerade so eine Wirbelwind, Wirbelwind-Gear, aber ja. Jetzt können wir lernen. A new toy to play with. Nice. Jetzt hast du Spielzeug, den du spielen kannst. Okay. Lassen wir mal. Part endet hier. Im nächsten geht's weiter. Ich versuche das wieder irgendwie hinzukriegen, aber ich denke, das wird mit dem Gear schaffen. Mit dem Gear funktionieren. Es ist ja schön, schon so wie jetzt, dass ich meinen Charakter mal wieder sehe. Und. Beim nächsten Mal geht's weiter. Wir tryen die Lombard Tussi. Wir werden sie auch legen, so wie Edric. Sie werden alle fallen, früher oder später. Ich hätte gern, dass meine Waffe woanders leuchtet als lila. Das wäre mal toll. So blau oder so. Gut. Kümmert man sich alles drum im nächsten Part. Abo nicht vergessen. Glocke hämmern, dann verpasst nichts. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und ciao.